Superb, Mademoiselle. Sie brauchen das Morse-Alphabet nicht zu lernen, wenn Sie das Buch als Nachschlagewerk haben. Das ist super. Barnaby Lou ist hier. Ein weiblicher Funkamateur, nicht zu fassen. Bravo. Och, du komm bitte. Sie fragt meines Vaters, den berühmten Detektiv. Natürlich helfe ich Ihnen, wo ich kann. Ich habe Funkfreunde überall auf der Welt. Sagen wir, welche Informationen Sie brauchen. Ich besorge sie so schnell wie möglich. Was ist durch Chlamydien verursachte Enteritis? Ich drücke mal ein bisschen. Das muss ich recherchieren. Ich melde mich dann wieder. Okay. Können Sie etwas über die Familie eines Angestellten der Eisenbahngesellschaft namens Pierre Michel herausbekommen? Ich versuche es. Okay. Können Sie bestätigen, dass Cyrus Hartmann für die McNeil-Detektei in New York arbeitet? Ich werde sehen, was ich tun kann. Kann er überhaupt was? Ups. Oh. Militärische Laufbahn von den Colonel. Okay. Kein Problem, ich mache mich sofort daran. Wie war der Name des Ehemanns der Schauspielerin Linda Arden? Wer ist das denn jetzt schon wieder? Das kann ich gerne für Sie nachprüfen. Gibt es im ungarischen Diplomatendienst einen Grafen Rudolf Andreni? Ich werde sehen, was ich für Sie rausfinden kann. Okay. Was können Sie mir über die Gräfin erzählen? Mal sehen. Können Sie etwas über die Mary Debenham-Erfahrung bringen? Dürfte nicht schwer sein, ich melde mich wieder. Versuchen Sie etwas über einen Amerikaner namens Hector McQueen in Erfahrung zu bringen? Mache ich sofort. Versuchen Sie etwas über einen Chefkoch namens Klaus Herkensheim herauszufinden. Gerne. Wissen Sie etwas über einen Matteo Riverte, Schaffner im Kurswagen Athen Paris? Ich brauche Elvira, genau. Ich brauche Elvira aus L.A. Noire. Aber er muss. Die hätte sofort geantwortet. Das war Google der 40er Jahre. Die war super. Was können Sie über eine amerikanische Dame namens Mrs. Caroline Hubbard herausbekommen? Ach ja, genau, das war's. Genau, danke, Katharina. Es ist einfach zu viel Input auf dem späten Abend hier. Und dann das ganze Morsen hier. Was können Sie mir über Greta Olsen sagen, schwedische Missionarin in Gemlik, Türkei? Ich werde sehen. Können Sie den Namen der Köchin im Haushalt von Colonel Armstrong herausfinden? Dürfte kein Problem sein. Und können Sie den Nachnamen von Susanne, dem Kindermädchen Daisy Armstrong, herausfinden? Ich melde mich bald wieder. Ciao. Damit wird die Batterie geschont, wenn ich es nicht benutze. dabei schlafe ich doch nur 5 Stunden die Nacht. Das zählt wirklich nicht. Mist. So, das Funkgerät ist einsatzbereit. Ach, das siehste. Ich habe ihm ein bisschen Zeit gelassen. Was haben Sie denn rausgefunden über Chlamydien, ne? Durch Chlamydien verursachte Enteritis eine seltene Tierkrankheit. Sie befällt vor allem neugeborene Kälber. Was haben Sie über Pierre Michel herausgefunden? Er hat keine Familie, er ist nicht verheiratet, seine Eltern sind verstorben, der arme Kerl ist so ziemlich allein auf der Welt. Okay. Was ist, also hier, Cyrus Hartmann, das ist der Privatdetektiv, der angeheuert wurde. Ich kann bestätigen, dass er seit fast 15 Jahren für die McNeil-Detektei in New York arbeitet. Okay. Wie hieß der Ehemann der Schauspielerin Linda Arden? Linda Arden war nie verheiratet, aber der Vater bei den Kindern soll im Theaterproduzenten Mark Gilbert gewesen sein. Showgeschäft, in den Regeln scheinen für die Leute nicht zu gelten. Haben Sie etwas über den Graf Rudolf Andreni erfahren? Er ist ein aufsteigender Stern beim ungarischen Diplomatenkorps. Er hat schon viele Hauptstädte der Welt dienstlich besucht. Okay, der ist also echt. Und die Gräfin selber? Hat den Grafen vor etwas mehr als einem Jahr geheiratet. Ihr Mädchenname war Gilbert. Okay. Also ist sie die Tochter. Was haben Sie über Colonel Francis Arbuthnot in Erfahrung gebracht? Dienstag hat sie in Indien eine solide, aber nicht außergewöhnliche militärische Laufbahn von fast 30 Jahren. Okay, also Militär, ganz normal. Und was haben Sie über Mary Debenham? Das ist mit ihr ist er zusammen liiert, gehe ich mal davon aus. Stammt aus guten Verhältnissen. Tochter eines Geistlichen aus Sussex, hatte mehrere Anstellungen als Gouvernante, sowohl hier als auch im Ausland. Toll, mehr nicht. Was haben Sie über Hector McQueen herausgefunden?
ist Absolvent der Princeton University in Utah. Seitdem ist er durch die Welt gereist und hat dies und das gemacht. Mehr habe ich leider nicht über ihn herausgefunden. Was haben Sie über Klaus den Koch herausgefunden? Habe ich nur eine Sache herausbekommen, ein Zeitungsbericht über einen Fall von Lebensmittelvergiftung in einem Restaurant in Stuttgart, Deutschland, wo er als Chefkoch arbeitete. Keine Anklage, allerdings ist er wohl mit einem Hackebeil auf einen Reporter losgegangen. Och mein Gott. Was ist mit Matteo Riverte? Spanier, Funkamateur. Ein Vorfall in seiner Jugend, im Streit hatte mit dem Messer irgendeinen Kerl verletzt, aber ein positiver Bericht über ihn von dem Monsieur Bug in Istanbul. Übrigens, Bug war ganz aufgeregt darüber, dass ihr Zug im Schnee steckt. Ich habe nicht erwähnt, dass ich mit ihnen in Verbindung stehe. Ich hielt es für besser, diskret zu sein. Okay. Was haben Sie über Caroline Hubbard in Erfahrung gebracht? Ich habe mich bei der amerikanischen Botschaft über ihre Miss Hubbard erkundigt. Man würde meinen, eine Dame mittleren Alters würde es schaffen, nicht in Schwierigkeiten zu kommen. Aber sie hat sich bei den Konsulaten in London, Paris, Prag, Istanbul mehrmals über Bettler beschwert, die sie angesprochen haben. Service und Hotels, unfaire Preise von Straßenverkäufern und so weiter. Man ist der Meinung, sie sollte nach Amerika zurückkehren und dort bleiben. Okay. Greta Olsen. Jetzt halten Sie sich fest, das ist unglaublich. Greta Olsen ist tatsächlich Greta Olsen, eine schwedische Kinderschwester und Missionarin, die an einer Schule in Gemlik arbeitet. Entschuldigung, nur ein kleiner Scherz. Sie ist, wer sie zu sein behauptet. Toll, danke. Haben Sie den Namen der Köchin im Haus von Colonel Armstrong herausgefunden? Die Köchin der Armstrongs war eine Deutsche namens Hildegard Schmidt. Oh, shit. Und damit haben wir den nächsten Hinweis, ne? Haben Sie den Nachnamen des Kindermädchens Susanne herausgefunden? Deswegen hat sie gesagt 15 Jahre. Die Fürstin hat gesagt 15 Jahre und Schmidt 10 Jahre. Die 10 Jahre stimmen. Die anderen 5 Jahre waren, ne, als sie für die Armstrongs gearbeitet hat. Haben Sie den Nachnamen des Kindermädchens Susanne herausgefunden? Jetzt bin ich gespannt. Susanne Ferrier, geboren in Paris, das ist leider alles. Konnten Sie die militärische Laufbahn eines Colonel Toby Armstrong erforschen? Aber sicher. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Ich melde mich bei... Was? Ich schalte mal nochmal aus. Damit wird die Batterie geschont, wenn ich es nicht benutze. So, das Funkgerät ist einsatzbereit. Ich habe die Information. Okay, wie steht's mit Colonel Toby Armstrong? Scheint ein ziemlicher Held gewesen zu sein, Träger des Victoria-Kreuzes, diente im Weltkrieg, dann in Indien und Afghanistan bei den Royal Northumberland Fusiliers. Tragisch, diese Kidnapping-Geschichte hat den armen Kerl zugrunde gerichtet. Vielen Dank, war uns eine große Hilfe. War mir ein Vergnügen, ich habe Ihnen gern geholfen, grüßen Sie bitte Poirot von mir und falls Sie je nach London kommen, würde ich mich freuen, Sie zum Essen einzuladen. Sie können gut mit einer Morsetaste umgehen, so, du Schlingel, du. Wir Funkamateure kennen uns da aus, ich glaube, wir würden uns prima verstehen, weil sie gut mit einer Morsetaste umgehen kann. Ist klar. Immer damit diese wird Funkamateure. Die Batterie geschont, wenn ich es nicht benutze. Immer diese Funkamateure und deren Hintergedanken. Nur weil sie gut mit einer Morsetaste umgehen kann, will er unbedingt mit ihr essen gehen, ist klar. Ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher, ob wir alle notwendigen Informationen... Das sieht seltsam aus. Ob wir alle notwendigen Informationen haben, die wir brauchen. Aber theoretisch hängen alle miteinander hier irgendwie zusammen. Und irgendeiner hat uns gekidnappt. So, aber das Wichtigste ist, Sie hier, wer bist du? Mademoiselle Debenham, ich muss Sie fragen, warum Sie mich vorhin belogen haben. Sie belogen? Ich weiß nicht, was Sie meinen. Erstmal das hier. Wir konnten es vorher nämlich nicht fragen. Da hat sie mir gesagt, will mit mir nicht reden. Sie haben mir gesagt, dass Sie noch nie in Amerika waren. Wie kommen Sie darauf, dass ich doch dort war? Ich habe eine Information erhalten, wie die englische Polizei sagt. Sie haben die Tatsache verschwiegen, dass Sie im Armstrong-Haushalt lebten. Und was, wenn ich fragen darf, soll ich dort gemacht haben? Sie waren die Gouvernante von Helena Gilbert, der jüngeren Schwester von Mrs. Armstrong. Und Sie wären zweifellos später auch die Gouvernante von Daisy geworden. Sie haben mich offenbar durchschaut. Und der Grund für diese Lügen? Ich muss meinen Lebensunterhalt verdienen. Sie wissen doch, wie schwer es für eine Frau ist, eine vernünftige Anstellung zu bekommen. Ich war im Zusammenhang mit einem Mordfall festgenommen und verhört worden. Glauben Sie, dass auch nur eine nette, bürgerliche Engländerin eine Frau mit solchen Referenzen als Gouvernante ihrer Töchter einstellen würde?
Selbst wenn sie keine Schuld traf, es war in der Öffentlichkeit bekannt. Ja, es ist ja schon schwer genug, es im Leben zu etwas zu bringen, oder? Ohne diese zusätzliche Last. Jetzt nicht, wenn alles vorbei ist, wenn wir es hinter uns haben. Das war der Spruch, den sie dem Colonel gegenüber gegeben hatte. Jetzt nicht, wenn alles vorbei ist, wenn wir es hinter uns haben. Antoinette, diese Wörter beziehen sich auf eine persönliche Angelegenheit. Mhm. Ich kann sie Ihnen nicht erzählen. Ich kann es nicht. Sie hätten helfen können, die Ermittlungen voranzubringen. Wie denn? Ist es möglich, Mademoiselle Debenham? Bitte nennen Sie mich Mary. Mary. Ist es möglich, dass Sie Gräfin Andrény nicht erkannt haben? Sie erkannt? Aus den Gesellschaftsseiten, meinen Sie? Sie ist Helena Gilbert, die jüngere Schwester, die Sie in New York unterrichtet haben. Helena. Es stimmt. Sie kam mir irgendwie bekannt vor. Mhm. Es hat mich verwirrt. Aber sie sieht jetzt so anders aus, so elegant. Wie hätte ich in ihr eine kleine amerikanische Schülerin sehen sollen? Ich gebe zu, ich habe ihrer Kleidung mehr Aufmerksamkeit geschenkt als ihrem Gesicht. Und ich hatte meine eigenen Sorgen. Ich verstehe Sie sehr gut. Ich dachte schon, dass Sie das verstehen würden. Ich bin die fleißigste Gehilfin im Büro. Trotzdem habe ich den niedrigsten Lohn. Und ich mache mir schon Sorgen, wie mein Arbeitgeber Monsieur Booth reagieren wird, wenn er von der Lawine erfährt. Vom Monsieur Poirots Unfall, von dem Mord. Ich bin nicht schuld, aber... Aber irgendwie werden Sie dafür verantwortlich gemacht. Es ist nicht fair. Aber so ist es eben. Danke, Miss Debenham. Okay, ich bin nicht schlauer geworden gerade. Dass es noch mehr über den Mastermind zu erfahren gibt, okay. Das sind bloß die Informationen. Was mich interessiert ist, wer hatte das mit den Chlamydien uns erzählt? Na klar, warte mal. Wo ist er? Der sitzt doch bestimmt... Wo ist er denn? Da vorne war er. Warte mal einen Moment zurück. Er hat uns den Quatsch hier mit den Chlamydien erzählt. Bevor ich gehe, da wäre noch etwas. Was ist das für ein Kongress, vor dem Sie in London eine Rede halten? Also das ist die Internationale Ärztekammer der Gastroenterologen. Und warum wollen Magen-Darm-Spezialisten eine Rede über eine Krankheit hören, die bei neugeborenen Kälbern gefunden wird? Weil es viele Ähnlichkeiten gibt zwischen... Ich meinte natürlich Anatomie. Konstantin, was hast du nur getan? Doktor, Sie haben uns belogen, was Ihre Qualifikationen betrifft. Sie sind Tierarzt, nicht wahr? Ja, ein sehr guter Tierarzt. Monsieur Poirot und ich haben uns auf Ihre Expertenmeinung verlassen. Mademoiselle Marceau. All die Widersprüche, die Todeszeit, die unterschiedlich kräftig ausgeführten Stichverletzungen. Der Mörder ist kräftig, aber nein, schauen Sie hier, der Mörder ist schwach. Er ist Rechtshänder, nein, er ist Linkshänder. Haben Sie je überlegt, dass er in jeder Hand ein Messer gehalten haben könnte? Doktor, jetzt reicht es. Alles lässt sich mit der simplen Tatsache erklären, dass Sie sich nicht auskannten. Mademoiselle. Meine Ausbildung war in der Humanmedizin. Ich wollte menschliche Krankheiten behandeln und Menschenleben retten. Aber dann... Ich stamme aus armen Verhältnissen. Ich hatte nicht genug Geld um mein Studium. Alles, was ich mir leisten konnte, war Tierarzt zu werden. Als Monsieur Poirot mir sagte, es gäbe keinen Arzt im Zug, sah ich eine Gelegenheit, mich zu beweisen. Nicht Ihnen gegenüber, verstehen Sie? Sondern mir selbst. Aber Ihre Aussagen... Ich schwöre Ihnen, meine Aussagen und Schlussfolgerungen wird jeder Arzt bestätigen können, der die Leiche untersucht. Außerdem, da ich gehandelt habe, als der Mord noch nicht lange zurücklag, habe ich vermutlich mehr gesehen als jeder Arzt, der erst Stunden oder gar Tage nach der Tat hinzugekommen wäre.
Über meine Promotion habe ich tatsächlich gelogen. Aber nicht über meine Fähigkeiten. Sie können sich auf alles verlassen, was ich Ihnen gesagt habe. Ja, selbst bei allen Widersprüchen ist der medizinische Befund korrekt. Okay. Das Dekor ist von Blumenmotiven. Nee, geprägt. Das Dekor wollte ich gar nicht. Ich werde meine Aussage jetzt nicht ändern. Okay, dann nicht. Es tut mir leid, ich bin noch nicht ganz fertig. Ihr Name ist Helena, nicht wahr? Nicht Elena. Sie sind Helena Maria Gilbert, nicht wahr? Das haben wir doch schon geklärt. Die Schwester von Sonja Armstrong. Die Tochter von Linda Arden. Mademoiselle, ich möchte wissen, mit welchem Recht Sie... Nein, Rudolf. Es hat keinen Sinn, Mademoiselle Marceaus Worte abzustreiten. Das hatten wir doch schon. Es stimmt, Mademoiselle. Ich bin Helena Gilbert, die jüngere Schwester von Sonja Armstrong. Au revoir, Monsieur le Comte. Das hatten wir doch schon. Ich habe ihm nichts mehr zu sagen. Okay. Wo ist denn der Schlüssel? Hier war noch ein anderer Schlüssel. Und zwar... Hä? Moment mal. Der hier. Das scheint eine Sicherheitstür zu sein. Sie ist dementsprechend fest verriegelt. Wo ist der verdammte Schlüssel? Hier war ein Schlüssel, mit dem hat man die Tür hier aufgemacht. Na toll. Pardon, Mademoiselle, ich würde mich gerne später... Ja, später. Ich weiß nichts. Aber wenn Sie später sprechen möchten, können wir. Oder muss ich schon wieder die ganzen Abteile durchsuchen? Warte mal, Sie? Wenn Ihre Ermittlungen abgeschlossen sind, okay. Bald werden wir alle diese ganze Angelegenheit hinter uns haben. Ja. Wenn Sie und dieser belgische Detektiv es nur erlauben. Erlauben? Sie war noch. Warte mal. Ich bin völlig durcheinander. Okay, sie war nicht. Ich kann diese Handtücher nicht mitnehmen. Sie sind von zu guter Qualität. Zu gute Qualität, geht nicht. Und nicht, dass ich jetzt alles absuchen muss hier. Ich sehe nichts Ungewöhnliches. Das hatten wir alles. Da ist nichts weiter. Ich habe es bereits. Okay, ist nichts weiter. Da werde ich nichts weiter finden. Da haben wir zum Beispiel auch keine Fingerabdrücke gesucht, ne? Eben. Hier ist nichts von Interesse. Wir müssen... Oh, nee. Aber da... Warum hat sie da jetzt reingeguckt? Da sind bloß die Schuhe. Da ist nichts weiter. Ich habe es bereits... Okay, schon bereits gesucht, beziehungsweise durchsucht. Das ist unser Zimmer. Regardez, Mademoiselle. Hä? Jetzt finde ich das von Coney Island? Das hat sie doch schon ange... Hä? Da werde ich nichts weiter finden. Das hat sie doch schon angesprochen. Der notorisch rote Kimono in ihrer Tasche, Mademoiselle. Also, ich muss doch sehr bitten... Da waren wir das? Ich brauche im Moment nichts weiter aus meinem Koffer. Ausgerechnet meinen Koffer gefunden. Na ja, dann schnell mal die Beweise vernichten. Aber was ist mit der Karte? Das hat sie der Olsen schon mal als Frage gestellt hier.
Das sieht wie Gretas Handschrift aus. Da steht zur Erinnerung einen letzten glücklichen Tag am Meer. Helena ist mit der Achterbahn gefahren, aber ich traue mich nicht. Hä? Okay, hier rein kommt ja jeder. Also hier ist... Ich sehe nichts Ungewöhnliches. Ah, ist ja Poirot. Ja. Hat der die Schlüssel vielleicht? Ich traue mich nicht. Ich habe Monsieur Poirots Sachen schon genug durcheinander gebracht. Okay, wir können also theoretisch alles nochmal durchgucken, ne, Poirot? Ah, Sie sind wieder da. Haben Sie mir noch mehr zu berichten, Mademoiselle? Ach, ich weiß überhaupt nicht, was ich sagen soll. Der Fritz spielt sich jedenfalls als Privatdetektiv auf. Und das ist alles, was ich bis jetzt entdeckt habe. Wir machen Fortschritte, Mademoiselle. Mal sehen, was wir erfahren können. Die Postkarte, die ich im Koffer von Greta Olsen fand, verrät einiges. Diese Karte verrät Poirot vieles. Soviel ich weiß, ist Coney Island auf Long Island in New York, Amerika. Ein Land, das sie behauptet, nie besucht zu haben. Mademoiselle Olsen hat die Postkarte nicht nach Schweden abgeschickt, wie sie es vielleicht vorhatte, sondern behielt sie als Andenken für sich selbst. Das ist keine glückliche Erinnerung. Ein letzter sonniger Moment für eine Familie, die bald darauf vom Sturm fortgeweht wurde. Und ihre Fingerabdrücke waren an der Tür, ne? Gräfin Andrenis Geburtsname ist Gilbert. Kein typisch ungarischer Name. Ihr Akzent ist eher amerikanisch als ungarisch. Der rote Kimono ist in meinem Koffer aufgetaucht. Ich schwöre Ihnen, er gehört mir nicht. Oh, Mademoiselle, daran habe ich keinen Zweifel. Sie haben seinen Besitzer energisch verfolgt. Nein, das ist eine Herausforderung, verstehen Sie? Jemand wirft uns den Federhandschuh hin. Sehr gut, wir nehmen ihn auf. Mhm. Gräfin Andreny ist Helena Gilbert, die Schwester von Sonja Armstrong. Ja, es ist leicht zu verstehen, warum ihr Mann versucht hat, diese Tatsache zu verbergen. Was sie über den Armstrong-Haushalt erzählt hat, ist äußerst interessant. Gehen Sie bitte die Punkte Ihrer Aussage durch, die Ihnen aufgefallen sind. Barnaby hat bestätigt, dass Colonel Arbuthnot mit Colonel Armstrong zusammen gedient hat. Oui, bei den Royal Northumberland Fusiliers, einem hochdekorierten Regiment. Barnaby hat herausgefunden, dass die Köchin der Familie Armstrong mit Nachnamen Schmidt hieß. Ihre Arbeitgeberinnen haben alle gesagt, dass sie eine hervorragende Köchin war. Dr. Konstantin ist Tierarzt. Der einzige Mann im Zug, der zur Beschreibung des unbekannten Feindes von Ratchet passt? Und das ist sein einziges Geheimnis? Pah. Pierre Michel hat keine Familie. Nie geheiratet. Eltern tot, seine Schwester, ihr Mann und eine Nichte beim Autounfall gestorben. Das genügt, um die Schwermut zu erklären, die ihn umgibt. Doch trägt er das Foto einer glücklichen Familie bei sich mit einer Frau und einem Kind. Stimmt. Und zwar das Kind, was auch im Amulett von der Fürstin ist. Das Kindermädchen hieß mit vollem Namen Suzanne Ferrier. Eine Französin. Aber kein offensichtlicher Zusammenhang mit den anderen im Fall Verwickelten. Nun ja, es führt uns nicht jeder Hinweis weiter. Cyrus Hartman arbeitet seit fast 15 Jahren für McNeil. Ich frage mich, ob... Der Vater von Linda Ardens Kindern hieß Gilbert. Der Vater von Linda Ardens Kindern hieß Gilbert. Keine Ehe, aber Kinder. Die feine Gesellschaft ist oft gar nicht so fein, finde ich. Ich habe alle Teile. Jetzt muss ich sie nur richtig zusammensetzen. Très bien, Mademoiselle. Das haben Sie gut gemacht. Mademoiselle Marceau. Sie erinnern sich vielleicht an meine Bemerkung über die Menschen unterschiedlichster Gesellschaftsschichten und Altersgruppen, denen man beim Reisen begegnet? Ja, natürlich. Versuchen Sie sich vorzustellen, wie oder wo eine solch gemischte Gesellschaft auch unter anderen Bedingungen zusammenkommen könnte. Auf einer Seereise in Amerika? Auf einer Seereise. Die unmittelbare Nähe? Die Intimität?
Sogar an Bord eines Schiffes auf hoher See kann man seinen Mitreisenden während der ganzen Reise aus dem Weg gehen, wenn man will. In Amerika? Oui, Amerika. Schmelzpfanne der Nationen. Schmelztiegel. Das ist die Antwort, die ich mir selbst gegeben habe. Nur in Amerika könnte sich ein Haushalt aus so vielen verschiedenen Nationalitäten zusammensetzen. Und was entdecken wir hier? Ein solcher Haushalt hat sich an Bord dieses Zuges wiedergefunden. Ein Haushalt, der vor 10 Jahren durch diesen Mann Ratchet zerstört wurde. Und so nähern wir uns dem Ende einer Reise. Bitte versammeln Sie unsere Mitreisenden im Salon. Es geht los. Und bitten Sie außerdem Pierre und Dr. Constantin zu mir. Ich werde Ihre Hilfe brauchen, um meine Person in den Salonwagen zu befördern. Sie wollen Ihre Lösung präsentieren? Ich werde 3 Lösungen anbieten. Sie, Mademoiselle, werden entscheiden, welche davon der Gerechtigkeit am besten dient. Okay. Eh bien, Monsieur. Wir haben es mit einem schwierigen Auftrag zu tun. Der Transport von Monsieur Poirot in den Salonwagen, wo sich alle Verdächtigen versammelt haben. Poirot ist bereit für die Tortur. Wegen einem verstauchten Knöchel, ne? Oh mein Gott. Ah ne, sie grinst. Marsch. Mon Dieu, passen Sie doch auf. Hütet euch vor Griechen mit Geschenken. Ja.